Hallo alle zusammen, hier ist mal wieder euer Doc. Ist mal wieder Geeky Friday. Bevor ich jetzt aber ins Thema einsteige, kurze Ankündigung. Und zwar jetzt nicht das kommende Wochenende, das jetzt dann morgen mehr oder weniger beginnt, sondern eine Woche drauf ist in dem kleinen Städtchen Hauzenberg wieder mal der Mittelaltermarkt der Zeitsprung. Zeitsprung 2015. Für diejenigen, die meinen Kanal vielleicht ein bisschen genauer untersucht haben, die haben festgestellt, da gibt es eine Playlist vom Zeitsprung 2014, der war vor einem Jahr. Da war ich auch da, habe Aufnahmen gemacht. Werde ich auch dieses Jahr wieder machen. Ich freue mich schon drauf. Wird ein großer Spaß, zumindest hoffe ich das, wenn das Wetter mitmacht. Punkt ist, um das in vollen Zügen auskosten zu können, muss ich meinen Schlafrhythmus ein kleines bisschen umändern. In der nächsten Woche. Deswegen könnte es sein, dass eventuell am Freitag kein Video kommt. Es kann passieren, dass ich das dann nicht hinbekomme. Dafür werden dann allerdings in der Folgewoche, so ab Montag, vermutlich ein ganzer Schwung Videos kommen. Halt das ganze Zeug, was ich auf dem Zeitsprung aufgenommen habe, nehmt das mal als Ausgleich hin. So, ne, auf eins verzichten und dafür einen ganzen Schwung anderer. Gut. Soweit jetzt dazu. Thema heute, weil es gerade auch gut dazu passt, Reenactment und LARP. Sind zwei verschiedene Dinge. Ich möchte jetzt mal kurz so ein bisschen die Unterschiede rausarbeiten. Jetzt auf so einem Mittelaltermarkt sieht man ja dann oft so Leute, die sind in historischer Gewandung unterwegs, haben Metallwaffen dabei und ja, wenn man sie fragt, dann wissen sie oft durchaus einiges da dazu und die stellen Sachen nach, die kämpfen miteinander und machen da halt so Zeug, ne? Und man kann da verschiedene Sachen kaufen, teilweise Waffen, Töpferwaren, Körbe, Seife, Holzschnitzereien, Bögen, Gewandung, allen möglichen Kram kann man auf so etwas dann mitunter kaufen. Mit Reenactment hat das jetzt nicht zwingend etwas zu tun. Das kann man auch einfach so machen eigentlich. Das Reenactment bedeutet Nachdarstellung. Das ist die korrekte Übersetzung, glaube ich. Nachdarstellung. Und Nachdarstellung bezieht sich dann meistens auf eine ganz bestimmte Zeit, eine ganz bestimmte Epoche an einem ganz bestimmten Ort, für die man tatsächlich irgendwelche historischen Belege hat. Reenactment gehört grundsätzlich mal in den Bereich der experimentellen Archäologie. Nicht wirklich Geschichtswissenschaft, sondern eben experimentelle Archäologie. Das ist nicht ganz unwichtig. Zur Erklärung experimentelle Archäologie, das sind dann beispielsweise so Aktionen wie auch dieses eine Schloss, das da in Frankreich gebaut wird mit den alten Techniken von damals, um zu sehen, wie ging das eigentlich, wie macht man das, wo auch Leute auf privater Basis einfach mal einen Monat oder so hinkommen oder eine Woche und dann da halt arbeiten mit Meißel und Hammer, um Steine platt zu machen, glatt zu machen, damit die schön aufeinander passen oder die in der Tretmühle laufen, um dieses Zeug nach oben zu ziehen und lauter solche Sachen. Das läuft unter experimentelle Archäologie. Unter experimentelle Archäologie läuft aber auch beispielsweise, wenn man mittelalterliches Rezept oder so nimmt und das einfach mal nachkocht, um zu sehen, okay, wie hat das denn damals geschmeckt? Meistens nicht besonders, aber das ist hier ja nicht der Punkt. So, Reenactor suchen sich halt eine bestimmte Zeit oder Epoche an einem bestimmten Ort raus oder in einer bestimmten Gegend und versuchen so viel Papierkram dazu wie möglich in die Hand zu bekommen und dann das, was sie dort lesen, umzusetzen. Und zwar so adäquat und ambientemäßig wie möglich. Und das dann, sei es alleine oder in einer Gruppe, darzustellen. Jetzt bei uns in Europa ist sehr gängig so Sachen wie Mittelalter oder Renaissance. Gelegentlich sieht man auch 30-jähriger Krieg, napoleonische Kriege. Es gibt einige Gruppen, die machen römische Legionen. Was in Amerika extrem beliebt ist, ist der Bürgerkrieg, Nordstaat gegen Südstaaten. Lauter solche Sachen. Das fällt alles irgendwo unter Reenactment. Und jetzt zum Mittelalter-Reenactment gehört irgendwie so ein bisschen der Schwertkampf, also der Kampf mit Stahlwaffen, allgemein genannt Schaukampf, so ein bisschen dazu. Schaukampf an sich ist aber ein eigenes Hobby. Die verschmelzen zwar ineinander, das ist aber was eigenes. Kann man auch ohne machen. Ich zum Beispiel bin jetzt kein Reenactor.
Ich betreibe kein Reenactment, glaubt man jetzt nicht, aber ich mache keins, weil ich mir tatsächlich diese ganze teure Ausrüstung nicht leisten könnte. Dafür muss man nämlich entweder einen ganzen Haufen Geld ausgeben oder man muss begabt sein, beispielsweise im Umgang mit Nadel und Faden, um sich dieses Zeug selber zu nähen. Man müsste die Lederarbeiten selber machen für was weiß ich was noch. Und das, was ich darstellen wollen würde, da dürfte ich dann mal so 2000 Euro auf den Tisch legen, nur damit ich etwas bekomme, was hinreichend adäquat ist, um überhaupt mal irgendwo hinzugehen. Das habe ich jetzt einfach mal so nicht, deswegen Reenactment ist dann doch nicht so ganz das meine. Und da ist auch schon sozusagen so ein bisschen der Nachteil begraben. Man kann nicht einfach hergehen, sich einen Teil des Krams kaufen und dann irgendwie losziehen. Da kriegt man dann meistens, zumindest bei den Reenactern, eher so zweifelnde Blicke. Und früher oder später auch gesagt, du bist vielleicht nett, aber so wie du hier rumläufst, das geht einfach nicht. Bleib lieber zu Hause, spar dir das Geld und schaff dir die richtige Ausrüstung an, und dann bist du uns gerne wieder willkommen. Beziehungsweise, wenn man dann einen richtig hartnäckigen Ambientewächtern über den Weg läuft, die wissen dann sowieso an so ziemlich allem irgendetwas herumzukretteln. So gesehen, das macht den Einstieg in das Hobby ein kleines bisschen härter als jetzt beispielsweise bei anderen Hobbys, wo man sagt, okay, man kann es mal ausprobieren. Aber gut, auch dafür gibt es Hilfe, deswegen wendet man sich ja an Vereine. Viele machen das ja in einem Verein, wo einem dann Leute auch helfen können, das, was man vielleicht selber nicht kann, doch irgendwie hinzubekommen. Oder die es für einen machen und dafür macht man dann irgendwas für sie, was man selber gut kann. Man sieht das dann auch auf Mittelaltermärkten oft, dass Leute einfach zusammensitzen und irgendwas schnitzen oder was nähen oder halt irgendwas gemeinsam machen oder zumindest gemeinsam da sitzen und jeder arbeitet an seinem Projekt. Das macht einen Teil des Ambientes irgendwo aus. Was jetzt Ambiente generell angeht, klar, wir müssen mal nicht drüber reden. Plastiktüten oder Smartphones haben da natürlich nichts verloren. Es gibt halt einige Sachen, gut, über die kann man hinwegsehen. Ich persönlich würde zum Beispiel über jemanden hinwegsehen, der eine Brille trägt in seiner Gewandung. Darüber würde ich eiskalt hinwegsehen, jetzt nicht nur, weil ich selber Brillenträger bin, sondern weil klar sein muss, wenn die keine Kontaktlinsen drin haben, dann ist das entweder eine Geldfrage oder eine Verträglichkeitsfrage. Die vertragen sie dann halt einfach nicht und müssen deswegen auf eine Brille zurückgreifen. Und wenn die tatsächlich auf eine Brille zurückgreifen müssen, weil ihnen schon gar keine andere Möglichkeit bleibt, weil sie höchstwahrscheinlich ohne ansonsten überhaupt nicht rumlaufen könnten, ohne ständig über irgendetwas zu stolpern, dann sollte man einfach einmal den Mund halten. Aber es gibt welche, die können das dann eben nicht. Und in diese Kategorie Spezialisten fallen dann auch diejenigen, die meinen, an den Kostümen anderer herumzukritisieren, und zwar wegen irgendwelcher lächerlicher Kleinigkeiten, die der normale Standardbürger ohnehin nicht erkennt. Zum Beispiel, ob eine Tunika nun diese oder jene Verzierung hat. Man muss ja nicht aus jeder Mücke einen Elefanten machen. Gott. Aber gerade diese Ambientewächter, ich habe auch noch ein schlimmeres Wort für sie, aber das sage ich jetzt nicht. Diese Ambientewächter würden auf einem Lab sowieso eiskalt einen Vogel bekommen. Denn da schaut alles anders aus. Also erstes einmal, die Waffen sind nicht aus Stahl. Sie sind zwar genauso stumpf, aber sie sind nicht aus Stahl, sondern sie sind aus Schaumstoff und Latex, sowas wie das Schwert, das da hinten an der Wand hängt. Das ist ein Labschwert. Das ist der erste Punkt, der sich unterscheidet. Der zweite ist, dass da Zauberer rumlaufen, dass da Elfen rumlaufen, Zwerge, wenn man Pech hat, Orks, Kobolde, vielleicht auch noch ein paar Kender und naja, lauter solche Sachen. Laper stecken mitunter auch sehr viel Zeit und Energie in ihr Kostüm. Aber ein Laper wird jetzt nicht auf die Barrikaden steigen, bloß weil jemand zu seinem ersten Lab sich halt nur ein Hemd gekauft hat und vielleicht noch ein Schwert und damit halt jetzt loszieht mit einer schwarzen Jeans und dazu dann, keine Ahnung, Springerstiefel oder so anhat. Da wird jetzt kein Laper großartig auf die Barrikaden steigen, deswegen. Er denkt sich halt, naja, gut, ist halt ein Anfänger oder sieht zwar nicht besonders schön aus, aber solange er gut spielt, was soll es mich großartig jucken? Die Sache mit den Plastiktüten gilt dort natürlich auch. Klar, keine Frage. Aber wenn ich mir vorstellen kann, dass dort drüben auf der anderen Seite jetzt gerade eine Orkhorde ist, also diese komisch angemalten grünen Figuren sind jetzt eine Orkhorde.
Und die haben auch irgendeinen großen, keine Ahnung, was weiß ich was dabei. Und oh, da ist ein untoter Magier, der gerade einen Feuerball auf mich schmeißt. Ganz ehrlich, wenn sich Laper das einbilden können, dann können sie auf der anderen Seite sich einbilden, dass die schwarze Jeans, die der da jetzt trägt, halt jetzt dann vielleicht irgendwie eine schwarze Wollhose ist. Das ist ja wohl längst nicht so schwierig. Und ja, auf dem Lab gibt's halt Magie, es gibt fiktive Spezies und alle möglichen Verrücktheiten, die dann halt so auftreten. Es ist halt Fantasy. Und einige, ganz ehrlich, was die an Mühe und Aufwand und Geld in ihre Kostüme und ihre Gewandung stecken und auch um ihre Rolle darzustellen, boah, da kann ich echt nur sagen, tolle Nummer. Die sind, ganz ehrlich, auf einem Niveau, da könnte sich teilweise Hollywood noch eine Scheibe abschneiden. Die sind wirklich State of the Art. Und die sind in ihrer Rolle drin auf eine Art und Weise, boah, das. Dafür muss man dann schon Spitzenschauspieler sein, damit man das auch hinbekommt. Also ganz ehrlich, die spielen solche Rollen dann aber teilweise auch schon über Jahre hinweg. Das kann man irgendwo nicht so ganz vergleichen. Und was halt auch irgendwie, ich bin ja Laper, was ich halt so angenehm finde, ist, ich muss mich eben nicht an irgendwelche komplizierten Gewandungsregeln halten. Man sollte auf den ersten Blick erkennen, okay, das ist jetzt das oder das oder das. So grob in die Richtung, ja, schaut so aus, als könnte er das sein. Oder als könnte er dies sein. Man kann durchaus ein paar Mysterien lassen, aber im Großen und Ganzen sollte man einem Charakter schon in etwa anerkennen, was er ist und was er darstellt. Und dann ist natürlich wichtig, dass die Darstellung richtig ist. Also, dass das Spiel zeigt, was derjenige ist, dass der sich halt auch wirklich in diesem Feld, in dem er unterwegs ist, sicher bewegen kann und so. Da ist mehr Vorarbeit sozusagen auf der gedanklichen Ebene unterwegs als auf der körperlichen, um, ich sage jetzt einmal, das Kostüm hinzubekommen, obwohl, wie ich gerade eben sagte, auch das oft der Fall ist. Der Unterschied zwischen LARP und Reenactment ist jetzt einfach im Großen und Ganzen, das eine ist fast schon wissenschaftlich, experimentelle Archäologie, das andere ist ein Spiel. Spaß machen kann und tut beides. Ich werde nichts davon in Abrede stellen. Beide Sachen können einen enormen Spaß machen, sonst würden es nicht so viele Leute machen und es werden immer mehr. Es gibt einen ganzen Haufen Leute, die es machen. Es gibt auch massenhaft Vereine dafür. Beziehungsweise es gibt massenhaft Gruppen, die LARP oder irgend sowas in der Richtung betreiben. Dann eben auch als Gruppe. Und sie würden es nicht machen, wenn sie nicht so viel Spaß daran hätten. Was man jetzt bevorzugt, man muss dazu sagen, es gibt einen ganzen Schwung Reenactor, die machen auch LARP. Und einen ganzen Haufen LARPer, die sind auch Reenactor. Und manchmal verwenden sie dafür dieselbe Gewandung. Und das ist vollkommen okay so. Und manchmal eben nicht. Im Sinne von, manchmal ist halt ein Laper nur ein Laper. So wie ich jetzt beispielsweise. Ich bin jetzt nur Laper. Ich habe zwar auch Schaukampf gemacht, aber ich habe kein Reenactment gemacht. Ich gehe trotzdem gern auf Mittelaltermärkte. Ich habe meinen Spaß an der Atmosphäre. Ich rede gern mit den Leuten. Ich habe einen tierischen Spaß an der Epoche und mich mit der Geschichte dieser Epoche auseinanderzusetzen. Aber ich bin halt ein Laper, weil wenn ich mich selber schon in der Gewandung rein tu, dann möchte ich, dass sie bequem ist. Und danach ist irgendwo meine Gewandung ausgerichtet. Und auch natürlich nach meiner Rolle. Das ist mehr oder weniger so der gravierende Unterschied. Und wenn man jetzt selber irgendwie was machen möchte, ist es tatsächlich am besten, zu so einer Veranstaltung hinzugehen, zu gucken, gibt es vielleicht in meiner Nähe einen Verein, der auch auf diesem Event da ist? Oder halt bei einem LARP einfach mal zu gucken, wo ist denn das nächste und zu schauen, ob man dann dort vielleicht Leute trifft, die aus der Nähe kommen, dass man sich dann irgendwie vernetzen kann und dann kann man zusehen, ob man irgendwie Einstieg bekommt. LARPer sind oftmals, was Anfänger angeht, sehr kulant. Reenactor sind nicht ganz so kulant, aber sie helfen gerne. Das ist okay, ist unproblematisch. Solange immer klar ist, wo wer hingehört und wo wer hin will. Ja, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd formuliert, aber das passt schon so. Okay, der Unterschied ist halt Fantasy und Spiel und Darstellung auf der einen Seite,
im Sinne von Figur darstellen und auf der anderen Seite historisch korrekt, adäquat, mit Unterlagen und so weiter und so fort, wissenschaftlicher Anspruch, und man stellt eine Theorie, eine historische Figur dar. Ja, es geht nicht um eine Rolle, die man spielt, sondern eher um eine Figur, die man ausfüllt. Und vor allem, die hat man sich seltenst komplett alleine ausgedacht, sondern es gibt irgendwo eine Richtung oder einen Beleg, dass es diese Figur vielleicht tatsächlich gab oder hätte geben können. Jo, das ist so grob der Unterschied. Vielleicht gehe ich auch nochmal in eins der Themen tiefer rein, wenn sich da irgendwelches Interesse bietet. Wenn ihr Fragen dazu habt, packt sie mir unten in die Kommentare. Jo, ansonsten das Übliche. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Doc.